So Leute, und damit herzlich willkommen zu meinem kleinen 2 Jahre YouTube-Spezial. Ich muss sagen, ich bin seit 4.11.2011 dabei, also jetzt seit 2 Jahren und 4 Tagen genau. Und ja, möchte einfach euch mal danken für die Abonnenten, die Videoaufrufe und über 160 Videos. Ja, ich bin seit Anfang 2011 oder Anfang 2012 habe ich angefangen, die ersten Videos hochzuladen, sei es reale Bahn, noch mit dem Handy und nicht so qualitativ. Mittlerweile nehmen wir ja auf mit der Canon Legra HF-E 406. Ein Video ist, nein, zwei sind bis jetzt damit draußen, eine Spätabendsaufnahme mit der Bahnlampe Bayern Lok aus München und eine Züge in Furt im Wald am 27. oder so. Ja, es gibt auch einiges Neues in YouTube. Hier ist das Video. Es gibt auch einiges Neues in YouTube, und zwar jetzt das Ganze mit Google Plus. Oder man wird jetzt sozusagen gezwungen, dass man mit Google Plus verbunden ist. Hier habe ich schon mal meinen Google Plus Link eingefügt. Ihr könnt mich, wenn ihr wollt, als Freund adden auf Google Plus oder wie das auch immer funktioniert. Ich schaue mal in die Einstellungen und stelle das alles auf öffentlich. Und ja, was ich auch geschafft habe, dass ich jetzt auf YouTube, sei es Google Plus FIW-Bahn heiße, man sieht schon hier oben. Und ja, hier habe ich jetzt halt das Google Plus Zeugs. Früher hat mich das immer gestört, aber dass ich jetzt den anderen Namen habe, stört mich das nicht mehr so. Und ihr könnt jetzt auch ohne Google Plus keine Kommentare mehr schreiben unter Videos oder beantworten, keine Ahnung, alles Mögliche. Ich bekomme auch in meinen normalen Posteingang keine Kommentare mehr. Ich weiß, das funktioniert jetzt irgendwie über Google Plus, da muss ich mich doch ein bisschen dran setzen. Ja, ich zeige euch jetzt mal kurz ein Video von mir. Normalerweise mache ich das überhaupt nicht, dass ich meine eigenen Videos anklicke. Aber in diesem Fall ist das mal eine Ausnahme. So, und zwar sieht man hier schon, hier steht von FIW-Bahn, nicht mehr von Sir Olaf 1254, genauso wie hier, hier steht auch FIW-Bahn. Das finde ich recht schön, dass ich jetzt endlich so heiße und nicht mehr Sir Olaf, weil es hat mich eigentlich immer gestört, und mein Leben lang auf YouTube Sir Olaf zu heißen, möchte ich hier eigentlich auch nicht. Ja, Kommentar ist jetzt hier keins, sonst würde hier FIW-Bahn dann auch stehen. Ja, doch, hier ist sogar eins. Und jetzt muss man hier halt reinklicken und dann hier nicht mehr auf Google Plus teilen und öffentlich oder nicht öffentlich. Ja, das stört mich. So, ja. Dann muss hier der Haken raus. Natürlich öffentlich, weil ich will ja keine Kommentare schreiben, die was privat sind. Das ist Schwachsinn, meiner Meinung. Meine Kreise, das ist alles Schwachsinn, aber gut. Und ja, auf Kommentare antworten kann man jetzt auch nicht mehr hier direkt in YouTube. Ich kann das Kommentar nur noch entfernen. Mache ich natürlich nicht. Und ja, wie das Liken, Disliken habe ich ausprobiert, funktioniert jetzt wieder. Ich kann auch die Beschreibung hier ändern. Das funktioniert alles. Sonst, ja, funktioniert eigentlich. Was mich stört, am größten ist das eigentlich mit dem Posteingang, dass es nicht mehr funktioniert wie früher. Dass man hier in Videomanager geht, dann auf Posteingang und dann seine E-Mail, seine Kommentare und persönlichen Nachrichten abruft. Das stört mich ziemlich, dass das jetzt über Google Plus läuft, aber was soll's, was soll man machen? Google macht, was es will. Ja, auf der anderen Seite finde ich es auch wieder gut, dass ich jetzt endlich FIW-Bahn auf YouTube heiße. Wie das mit den Kommentaren funktioniert, werden wir noch sehen, und ich hoffe, es kann jetzt sein, dass ich jetzt mal eine Woche keine Kommentare beantworten kann. Hier, das ist auch schon vom 6.11., weil ich jetzt ja, seit heute mit Google Plus verbunden bin, und ich werde das Video dann auch gleich hochladen. Also das ist jetzt vom 8. Ja, das werde ich mir hier auch noch ein bisschen einrichten und dann mal sehen, wie das funktioniert. Hier habt ihr auch meine Videos auf Google Plus.
Entschuldigung, ich bin auch ein bisschen erkältet und darum wird jetzt Let's Play EP59 wahrscheinlich nochmal verschoben. Eine Woche später oder so, ich weiß es nicht. Ich werde jetzt erstmal keine Videos machen, mir das Ganze ansehen hier und versuchen irgendwie das mit den Kommentaren hinzubekommen und den ganzen Scheißdreck und ja, hier die Einstellungen zu beheben und da ich mit der Vorbereitung von der 50. Folge von Let's Play sowieso noch nicht fertig bin, wird das erstmal nichts. Ja, also Sonntag wahrscheinlich nicht. Ich halte euch da immer im Facebook am Laufenden. Vielleicht geht jetzt hier auch, dass ich euch am Laufenden halte. Also wie gesagt, wenn ihr noch Kommentare schreiben wollt, müsst ihr euch mit Google Plus verbinden. Und ja, normalerweise geht das teilweise automatisch, nur ich habe es zuerst abgelehnt und und. Ja, wieso Part 49.1 und Punkt 2? Dieses Video war eigentlich 24 Minuten lang oder sowas, oder 22. Das nervt mich nicht hier. Und ich habe ein paar Mal versucht, das komplett auf YouTube hochzuladen. Und das funktionierte nicht und dann hat es mir gereicht nach drei Abbrüchen. Ich habe es in zwei Teile geschnitten und in zwei Teilen danach hochgeladen. Ja, darum Punkt 1 und Punkt 2. Wie das bei Folge 50 funktionieren wird, weiß ich nicht. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn nicht, dann wird es an einem Tag Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 geben, die Folgen. Ja, pro Folge 15 Minuten lang. Die werde ich am Tag, ja, die werde ich mal an einem Tag hochladen, am Abend in der Nacht, besser gesagt, und dann werden die am nächsten Tag stundenweise veröffentlicht. Ja, wer falls ein Video nicht funktionieren sollte, heißt es dann Part 49, 50.1, 50.2 und 50.3 oder auch noch viermal sehen, dann wird es länger. Ja, das war's eigentlich zu der kleinen Info. Wie gesagt, 2 Jahre auf YouTube, bin stolz auf mich. Noch nicht ganz aktiv, aber seit 2 Jahren, also schon mit Reale Born Videos, die existieren aber mittlerweile nicht mehr. Trotzdem 2 Jahre auf YouTube und ich sage, wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, ciao.